Glaubst du, sie schicken jemanden? Fragt mich Chapai besorgt. Ich weiß sofort, was sie meint. Vor 8 Jahren gingen ein paar Elben in die neue Welt, um eine ihrer heiligen Artefakte aus einem der Museen der Menschen zu stehlen. Eigentlich gehörten sie den Elben, aber menschliche Wissenschaftler denken in anderen Kategorien. Für sie sind 250 Jahre alte Objekte museal und einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Heiligkeit gehört nicht in ihren Wortschatz. Da es staatliche Museen waren, schickte man ein spezielles Kommando nach Anderland. Die Elben erwarteten sie jedoch bereits und konnten sie dank ihrer Magie abwehren. Aber etliche starben unter dem Feuer menschlicher Gewehre. Seitdem herrscht ein gewisses Einverständnis, sich nicht in die Quere zu kommen. Wäre da nicht die Sammelleidenschaft einiger Konzernbosse? Sie wollen alles aus Anderland als Schaustücke ihrer Prachtwellen. Für reiche und gelangweilte Damen der gehobenen Gesellschaft ist ein echtes Stück Elbenschmuck oder eine Drachenschuppe ein begehrtes und prestigeträchtiges Objekt. Manchmal wünschte ich, an so einer Schuppe wäre noch der Drache dran. Drachen sind uns Ardala am ähnlichsten, und unsere beiden Rassen fühlen eine besondere Verbundenheit. Die Gefangennahme von Monstern ist in der neuen Welt weder verboten noch erlaubt. Aber reiche Konzernchefs haben die Macht, und daher erwarte ich irgendeine Reaktion. Und wenn noch irgendein Mensch darin verstrickt ist, werden vermutlich ihre paranoiden Ängste von Dissidenten und Verschwörungen die Runde machen. Ich habe es oft genug erlebt. Der Verfolgungswahn von magischen Komplotten bedroht zu werden ist unter den Menschen immer wieder in neuen Wellen entstanden. Nur wenige von ihnen sind magisch begabt, und die meisten von ihnen sind nach Anderland gegangen. Daher wissen sie nur wenig. Der Mensch fürchtet, was er nicht versteht, weil er es nicht beherrschen kann. Kontrolle scheint das hauptsächliche Ziel vieler Menschen zu sein, und ihr Verlust wirkt auf sie bedrohlich, wie auf keine andere Rasse. Ich entsinne mich daran. Ein kleiner Rest in mir ist immer noch menschlich. Jetzt, wo Mark da ist, mehr denn je. Ich fühle Dinge, die lange fort waren, Begehren, Bedauern, den Wunsch zu beschützen vor einer Welt, die mehr Unbill bereithält, als es sich ein Sterblicher vorstellen kann. Unsterblichkeit ist kein Lohn. Man liebt es nicht, wenn man es hat, und es macht nicht glücklich. Man sieht zu vieles. Ich habe Jahrzehnte in meinem Haus gehockt und praktisch nichts getan, außer zu lesen, zu meditieren und gelegentlich Vrangor zu besuchen. Dekaden ohne Ereignisse in dem Wissen, nahezu die Unendlichkeit vor mir zu haben. Nichts, was mich fordert, oder Zeit, die mir unter den Fingern zerrennt. Viele Dinge hören auf, Bedeutung zu spielen, wenn man diese Gewissheit besitzt. Man verliert viel. Die meisten Wünsche gehen einem nach spätestens 200 Jahren Leben verloren. Man hat alles gesehen, alles ausprobiert. Zumindest redet man sich das ein. Nach Jahren der Gleichgültigkeit fand ich ein paar Freunde, deren Kampf gegen die Verfolgung von Monstern in der neuen Welt ich lange desinteressiert beobachtete. Ich war sicher, warum also etwas tun? Aber schließlich trieb mich die Einsamkeit doch heraus. Ich hatte genug von meinem Dasein als Einsiedler und lauschte ihren flammenden Reden. Zwar hat mich das Feuer nie gepackt, aber ich begann, für sie da zu sein, mehr nicht. Erst sehr spät schlug ich vor, in die neue Welt zu gehen. Das war, als ich hörte, dass sie selbst eine Gruppe einschleusen wollten. Ein wahres Himmelfahrtskommando. Sie wären vermutlich alle erschossen worden. Also ging ich. Ich verspürte doch eine gewisse Solidarität mit anderen Monstern. Chapai führt uns in die Scheune, rächt ein bisschen Stroh zur Seite und zieht die große Falltür auf. Eine Leiter führt wenige Meter in die Tiefe, dahinter ein Gang. Ich ziehe einen grünen Stein aus meiner Tasche, wenig größer als eine Murmel. Ein Glühstein, eine Erfindung der Zwerge, stumm reiche ich ihn Mark. Was? Was ist das? Ich ermahne mich erneut, dass er vieles in Anderland nicht versteht. Das ist ein Glühstein. Er macht Licht, wenn man ihn zwischen den Händen kurz reibt. Mark tut es. Und der Stein spendet ein grünliches Licht. Ich halte einen zweiten blauen in meiner Hand und reibe ihn auch. Dann gehe ich die Leiter hinab und wir steigen in die Unterwelt. Erst kommen einige schmale Gänge,
Wir treffen auf niemanden und Mark schaut sich neugierig um. Hier ist aber wenig los. Menschen sprechen gern das Offensichtliche aus. Diesen Eingang kennen nur wenige. Es gibt große, breite und zahlreich bevölkerte Eingänge, aber die sind weiter von der neuen Welt abgewandt. Hier im Westen sind nur kleine Eingänge, diesem ähnlich. Sie werden selten benutzt, seit nur noch wenige Monster in deine Welt gehen. Ich öffne eine Tür, trete hindurch und wir befinden uns in einer Seitengasse der Unterwelt. Es ist die zweite Ebene. Die Ebenen werden von oben nach unten gezählt. Manche Bezirke haben mehr Ebenen als andere. Der zentrale Bezirk der Unterwelt, die hier unterhalb des ehemaligen Ost-Berlin liegt, hat 14 Ebenen. Manche Unterweltstädte haben bis zu 30 Ebenen, aber nur wenige. Die untersten Ebenen sind oft heiß und daher von Kreaturen wie Salamandern, Feuerdämonen und Drachen bewohnt. Manche Rassen zählen heute viele Mitglieder, daher sind die Städte der Unterwelt in vielen Ebenen nun fast so dicht besiedelt wie die Städte der neuen Welt. Das Gros machen die Humaniformen aus, Zwerge, Elben, Goblins, Kobolde, Echsenleute und ähnliches. In Sachsen gibt es einige große Kolonien von Gnarls, die wie 1,5 Meter große Hunde auf zwei Beinen aussehen und sich auch so verhalten. Im Rheinland sind zahlreiche Merschan-Clans, die eine Mischung aus Mensch und Katze darstellen. Seltsam, denke ich. Obwohl es Deutschland seit fast 300 Jahren nicht mehr gibt und die meisten alten Länder nicht mehr in ihrer einstigen Form existieren, denke ich noch immer in den Grenzen der alten Bundesrepublik. An den Deutschen Handelsbund, welcher die Region der neuen Welt umfasst, habe ich mich nie gewöhnt. In deren Staat wirken die Gebiete von Anderland wie Löcher in der Landkarte. Nach einigen Metern öffnet sich die schmale Gasse zu einer breiten Straße. Hier stehen Häuser dicht an dicht, denn dies ist einer der Handelsbezirke. Mein Haus steht in der 5. Ebene südlich von hier, einige Kilometer unterhalb der Stelle, wo einst Lichtenberg stand. Heute erstreckt sich dort die graue Heide, eine karge Heidelandschaft, in der ein paar Halbling-Clans in künstlichen Erdhügeln leben. Ich greife Mark unter den Arm und er schaut verstohlen zu mir herüber. Ich nicke ihm zu und muss unwillkürlich lächeln. Es geht mir besser. Untergehakt, damit ich ihn nicht verliere, führe ich ihn durch die Marktstraßen. Wesen aller Art und Vorstellungskraft und auch einige jenseits menschlicher Fantasie erwerben oder verkaufen hier alles Mögliche. Ich bin selten hier, da ich meist Garat meine Einkäufe erledigen lasse. Trolle bekommen oft Rabatte, und obwohl ich nicht sparen muss, gebe ich aus Gewohnheit nie mehr als nötig aus. Ein paar grüne Schleimkegel, Gelwin, halten uns Bonbons hin. Sie sprechen in meinen Geist. Die Gelwin sind eine sonderbare Rasse. Kegelförmige Wesen aus Masse, die an grüne Grütze erinnert, von knapp 1 Meter Größe, einem faustgroßen violetten Gehirn in der Mitte und ohne andere Organe, die sich telepathisch verständigen. Niemand mag sie, aber sie fabrizieren die köstlichsten und beliebtesten Bonbons von ganz Anderland. Ich kaufe ein paar. Mark versucht, so weit wie möglich Abstand zu halten. Die fremdartige Form irritiert ihn sehr. Die schmecken echt lecker, betone ich, als wir an den Gelwin vorbei sind, und halte ihm die Tüte hin. Mark verzieht sein Gesicht. Igitt, nein, danke. Ich mache dir einen Vorschlag. Mein Wort, dass dir die Sorte schmeckt, die ich gerade gekauft habe. Bisher hat alles, was dir neu war und ich ausgesucht habe, dir geschmeckt. Wenn ich mich irre, muss ich eine Woche lang essen, was du vorschlägst. Ich grinse ihn an und er lacht. Na gut, die Wette gilt. Er nimmt ein Bonbon und steckt es in den Mund. Erst ist seine Miene kritisch, aber dann strahlt sie hell vor Erstaunen. Wahnsinn, sagt er schmatzend. Das schmeckt super. Ich kann den Geschmack nicht einordnen. Irgendwie fruchtig, aber wirklich klasse. Ich reiche ihm die Tüte. Hier, die schmecken alle in etwa so, nur mit leichten Variationen. Aber willst du sie nicht behalten? Er sieht mich erstaunt an. Nein, jetzt muss ich lachen. Ich hasse Bonbons. Schon immer. Es dauert einen Augenblick, bis er versteht. Du warst dir so sicher, dass sie mir schmecken würden? Wir kennen uns doch erst eine Woche.
Als ich diesen Satz höre, ist mir, als würden mich dunkle Erinnerungen durchfahren. Wie Blitze lassen sie mein Innerstes erschauern, etwas Altes, aus der Zeit vor dem kurzen Krieg, Menschliches. Ich kann nicht anders, als in seine blauen Augen zu starren. Sie wirken wie ein seltenes Wunder, schauen so voller Vertrauen zu mir. Ich erkenne Dinge sonst nicht so schnell, was Menschen wollen. Ich denke den Satz weiter, wissend, dass er meine Gedanken nicht lesen kann. Mark schaut zu Boden. Naja, ihr Ardala seid eben sehr anders. Vielleicht hast du es in meinen Gedanken gelesen. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Ich kann starke und vorherrschende Gefühle wahrnehmen. Trauer, Freude, Verlogenheit, Gier oder Hingabe. Ich kann meine Gedanken aussenden und jene Gedanken wahrnehmen, die du mir zusendest. Das ist auch eigentlich die Art, wie wir Ardala sprechen. Aber du sprichst mit mir, du... Er zögert. Du willst mich beruhigen, ja? Da ist wieder dieses Lächeln, wie ein verletzbares Reh, das mich so verwirrt. Warum spricht mich das so an? Ich kenne sonst keine Gefühle der Fürsorge. Garad nahm ich zunächst aus purem Eigennutz an, um einen Diener zu haben. Erst als er älter wurde und sich als intelligenter als die anderen seiner Rasse erwies, empfand ich ihn auch als Freund. Aber ich nicke. Ja, Telepathie beunruhigt Menschen gewöhnlich. Sie betrachten ihren Geist als etwas sehr Privates, so wie ihre Nacktheit. Ich krame in meiner blauen Umhängetasche, ziehe einen großen braunen Mantel hervor und lege ihn um. Er verdeckt meine Flügel, so dass ich fast wie ein Elb oder Mensch mit einem Rucksack durchgehen könnte. Das macht mich hoffentlich weniger fremd für ihn. Wir gehen auf eine der Teleporterstationen zu, was er natürlich nicht weiß.